Echo, was bedeutet Vertrauen für dich? Also Vertrauen ist tatsächlich das A und O, sowohl im privaten Leben, wo du natürlich deine Lebensgefährtin oder deinen besten Freunden vertraust. Ja? Und das Gleiche gilt eigentlich auch für das Geschäftsleben. Und insofern muss ich sagen, Vertrauen ist das A und O, natürlich. Was war bislang so das vertrauensvollste Erlebnis, was du je hattest? Das vertrauensvollste Erlebnis, was ich je hatte, ist wahrscheinlich die Geburt meines Sohnes. Ja? Und wahrscheinlich der größte Vertrauensbund, den du damit eingehst, den du jemals eingehen wirst mit jemandem. Wie vielen Leuten vertraust du im Leben 100%? 100%. Vielleicht 4, 5. Wenn du tagtäglich irgendwas online bestellst, wie sehr ist es für dich wichtig, dass du dem Händler, der irgendwelche Produkte verkauft, auch vertrauen kannst? Das ist für mich das Wichtigste daran. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Webseite gehe und ich möchte was bestellen, ich bin zum Beispiel so einer, ich geniere mich total davor. Ja? Wenn, dann macht das immer meine Frau zu Hause. Das heißt, ein Siegel zu haben wie von Trusted Shops ist natürlich eine sehr große Hilfe. Wenn man eine neue Website besucht, ist die denn vertrauensvoll? Ist die zu trusten, ja, sozusagen? Und gut, dass es sowas gibt. Jetzt hast du uns ja gerade noch verraten, dass du mit Liefertüte.de starten wirst in ein paar Wochen. Was erwartet uns da? Liefertüte ist ganz leicht gesagt der Online-Kiosk oder das Online-Bütchen. Und wir wollen garantieren, dass die Leute das in 50 Minuten bekommen und fangen dann erstmal in Köln an, in 60 Tagen. Ja. Freunde, wenn du im Internet unterwegs bist, ja, das ist wie der Wilde Westen. Ja. Wenn du auf eine Website kommst, das Wichtigste ist der erste Moment, die ersten paar Sekunden. Und wenn du in diesen paar Sekunden nicht den Trust hast, dann hat diese Website in meinen Augen verloren. Ja. Deswegen ist es das A und O. Zieht euch warm an, ja, macht eure Webseiten safe.